Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mission Luftrettung im Auto. Ja, ich habe es hinbekommen, das Auto zurückzusetzen. Mein USB-Stick, also mein USB-Anschluss vom Joystick ist einfach rausgegangen. Toll. So, jetzt müssen wir aber mal den Engine starten. Da unser Auto zurückgesetzt worden ist, ist es jetzt auch nicht mehr so schön verbeult. Und müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier... Nicht den Joystick berühren, ist gefährlich. Dass wir die Auffahrt finden. Ich schätze mal, dass der Berg hier vorne ja dieser Vorberg, hätte ich fast gesagt, als weiter runter geht, dass es da vorne dann irgendwo wahrscheinlich auch nach links eine Straße, den Berg dann hoch gibt. Müssten wir jetzt nur erstmal finden. Ist auch cool, das Auto fährt einfach mal 80. Ist auch praktisch, dass ich jetzt wieder bremsen kann. Wenn ich jetzt keine Straße finde, fahre ich einfach wieder ein bisschen Offroad. Hat das letzte Mal auch funktioniert. Hat nur ein bisschen länger gedauert, ne? Was ist das da vorne eigentlich für ein... Das ist ein anderes Auto. Was zum... Geh mal zum Arzt, dein Auto ist ein bisschen kaputt. Okay. Ja, sieht ja schon mal schlecht aus hier vorne. Ich wollte mir nicht erzählen, dass hier unser endloser Straßenkreislauf ist, wo es nirgendwo weggeht. Da geht es nach links weg. Guck mal, Gasauto. Bisschen hochdrehen hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich meine, wir heißen jetzt ja mittlerweile anscheinend Bodenrettung. Das hier sieht doch schon mal besser aus. Wir fahren zwar vollkommen in die falsche Richtung. Eigentlich. Aber wir kommen wenigstens sehr weg. Und da vorne sieht es aus, als würde es hochgehen. Das sieht doch gut aus. Die Straßen sind auch sehr gut verlegt. Es gibt hier keine Kurven. Ja, ist grundsätzlich so. Es gibt hier nur Ecken. Was? Was? Ich schätze mal, man darf hier hochfahren. Was ist denn hier passiert? Haben sie ein bisschen Scheiße gebaut, hä? Warum fährt das Auto jetzt schon wieder noch so langsam? Och, bitte. Also so wenig PS unter der Haube, dass du hier nicht hochkommst. Also manchmal... Naja gut, das Spiel ist eigentlich auf Fliegen ausgelegt, dann sollte man auch dabei bleiben. Oder die Fahrphysik besser hinbekommen. Muss ich jetzt mal sagen. Naja. Wir rasen hier förmlich den Berg hoch. Ich würde lieber mit dem Hubschrauber fliegen. Aber wen interessiert hier schon meine Meinung? Die Kurve ist auch gut gebaut. Schön weit nach außen geneigt, damit man auch schön abfliegt, wenn man zu schnell fährt. Kann eh nicht passieren, zumindest nicht berghoch. Aber wir haben endlich den Weg nach oben gefunden. Wir machen Fortschritte. Das ist der Weg zum Erfolg. Hier auf so eine Fahrspur passen auch locker zwei Fahrzeuge, wer kennt's nicht. Wenn man zu langsam ist und von hinten kommt, dann macht man einfach so Platz, kann auf seiner eigenen Spur noch überholen. Irgendwie ne, ein bisschen groß die Fahrbahn. Aber bei der Fahrphysik erklärt sich das von selbst. Genauso wie die Leitplanken auch ganz niedrig sind, also könnte man quasi schon drüber fahren mit dem Auto. Ja. Wir rasen hier förmlich ja immer noch die Serpentine hoch. Ich frage mich auch, wie dieser Hang hält, so ganz ohne Bäume. Also die drei Bäume, die da gerade standen, die halten bestimmt den ganzen Hang. Ah ja gut. Muss nicht alles einen Sinn ergeben. Das habe ich schon gelernt. Da unten ist der Leuchtturm, da waren wir auch schon mal. Sind wir mit dem Schiffchen hingefahren. Und da hinten ist ja auch irgendwo das überflutete Gebiet gewesen. Wo wir die Leute gerettet haben und Helfer hingebracht haben. Das waren noch Zeiten. Als ich noch förmlich zu blöd war, den Hubschrauber richtig zu bedienen. Jetzt muss ich Auto fahren. Tja, so kommt's. Warum gibt das Auto jetzt auf einmal so viel Gas? Und hoppelt hier so rüber.
Ja gut. Diese Farbanlage als nach unten außen geneigt. Eieiei. Man hat das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts, aber wenn man da so guckt, oh, wir haben schon ein ganzes Stück geschafft, ne? Auch wenn wir nur kaum uns zum Ziel näher gekommen sind. Wir sind wenigstens da unten weg. Wahrscheinlich heißt es dann so, falls nochmal dann noch was ab. Dann denke ich mir so. Nö. Eigentlich ja nicht. Kann ja unser. Unser nächster Praktikant machen. Bisschen angeeckt. Ach, Auto, ey. Dieses Auto mit dieser Fahrphysik kann einen schon ein wenig aufregen. Und dann diese Fahrbahn, wo du allzu nur ein Stück springst, wenn ein neuer Teil dran gesetzt ist. Na, ihr seht das schon. Es gibt hier keine Kurven. Es gibt wirklich nur Ecken. Ist alles aneinander geeckt. Was ist das hier jetzt? Fährt einfach geradeaus durch. Wird schon richtig sein. Ich hab Angst, dass ich hier total falsch fahre, aber da vorne ist der Zielpunkt. Es ist schwierig zu beurteilen, wo ich wann abbiegen muss. Ich fahre jetzt einfach mal weiter geradeaus. Ja, gleich schon mal ein bisschen nach rechts fahren. Kann ja nicht schaden. Ups. Bisschen auf dem Fußweg gefahren. Wir fahren den letzten Weg, fahren wir mal wieder links. Oder den nächsten. Der letzte ist, glaube ich, nicht mal. Abbremsen hier. Perfekt. Ja, langsam Profi mit dem Fahrzeug hier. Ich bin vorher an der Kreuzung. Nichts rechts vor links hier. Ich bin vorher da. Yay. Okay. Erstmal mit 80 durch den Ort rammeln. Und ich glaube, jetzt sollten wir die nächste rechts fahren. Oh, hier mal rein. Ei. Oh, hier wieder links. Ja, wir hätten auch die übernächste rechts nehmen können. Aber egal. Wir müssen halt nochmal einmal links, rechts abbiegen. Aber ist ja. Jo. Motor ausstellen. Danke. We need the doctor from the Oceanarium urgently. You must bring her. Kann ich das nicht einfach mit dem Hubschrauber machen? Warum? Ich bin doch kein Taxiunternehmen. Ich fühle mich gerade aber so halt, ne? Wenn ich Taxi fahren wollen, dann werde ich mir einen Taxi-Simulator holen. Sowas gibt es bestimmt. Gibt für alles einen Simulator. Ach, Leute. Das ist wieder Strafarbeit hier. Wir haben ja anscheinend irgendwas falsch gemacht. Aber das Coole ist, das Auto rast mit 80 durch die Stadt. So. Hier vorne. Gleich rechts ab. Oh, schon mit 80 rechts um die Ecke rum. Oh, oh, alles im Griff, alles im Griff. Oh. Was passiert eigentlich, wenn ich frontal gegen ein anderes Auto fahre, will ich jetzt mal wissen. Really? Ist das gerade wirklich so passiert? Naja. Ich glaube, ich kann hier links reinfahren. Ich glaube, das war aber falsch. Na gut. War mal ein netter Ausflug durch so ein Park, Wohngebiet, Dings, Parkplatz, Wohngebiet, wie auch immer, Müll, Eimer. Sind Sie ein Doktor? It turned out that she already left and she is on the parking nearby. Wie toll. Fußen wir ein bisschen über den Fußweg.
biegen hier mal links ab. Yay. Die Laterne ist ganz schön standhaft. Haben sie gut einbetoniert. Steigen Sie bitte ein. Take the doctor to the university. Werde ich machen. Taxiunternehmen Baloo. Ach, Mensch. Ist eigentlich gerade. Ach, es ist 9.42 Uhr. Ja, gut, gut zu wissen. Die Straße ist auch perfekt gegenüber gewesen. Ich möchte das ja wenigstens mit Lenkrad fahren können. Aber das wäre bei dieser Fahrphysik auch nicht wirklich möglich. Naja. Kämpfen wir jetzt hier durch. Und dann können wir wieder fliegen. Belohnt mit Fliegen. So gesehen. Vor links hier alles rechts vor links. Irgendwie. Aber prinzipiell egal. Du kannst ja eh durch den Gegenverkehr fahren. Also. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man hier mal so überholt, ne? Ey. Das ist dieses Fahrverhalten einfach. Wir werden an die falsche Stelle gefahren. Links. Mensch, Mensch, Mensch. Durchgezogene Linie einfach mal überfahren. Gut. Darf ich jetzt nach Hause fahren? Ja. Hoffentlich würgen die uns jetzt nicht noch irgendwas rein. Aber wie komme ich da jetzt hin? Wir fahren jetzt erstmal hier geradeaus durch bis ans Stadtende. Ach ja, das ist toll. Einfach nur WM gedrückt halten, bis es so auf 80 ist und dann kannst du es wieder gehen lassen, weil da fährt das Auto von alleine. Hätten gleich einen Autopilot einfügen können. Mussten nur noch R, E, alles mögliche drücken und dann... So, ein bisschen abbremsen. Müssen wir ein bisschen peilen, wo wir hin müssen. Hier auf jeden Fall rechts. Wollen wir mal links. Eieiei. Ich weiß ja prinzipiell, wo unsere Base ist, aber wie ich da hinkomme, nicht. Offroad auf jeden Fall weitergehen. Irgendwo muss ja eine Straße rausführen. Ansonsten sind wir gleich die Offroad-Tour. Ein bisschen durch den Wald, am Windpark vorbei. Bisschen Umspannwerk, sieht so aus. Also jetzt fahren wir mal links. War so gut. Jetzt müssen wir noch dahin kommen. Lage peilen. Rechts, falsche Richtung. Links, dürfen wir nicht fahren. Hier, das sieht gut aus. Ja, doch. Wir sind Fahrstreifen jetzt auf einmal total eng. Und da vorne müssen wir gleich links abbiegen und dann sind wir noch da, oder? Schaffen wir das? Muss ich jetzt rechts runterfahren oder links runterfahren? Ich glaube rechts. Ja, rechts. Was ist das für eine Abfahrt? Huch. Oh Gott, links. Ach, höchste Brücke, da passt bestimmt locker ein LKW drunter durch. Leute, Leute. So. Ich würde gerne auf den Parkplatz kommen. Damit es vorbei ist. Hier wächst Gras auf der Straße. Nicht schlecht. Ah, endlich da. Muss ich jetzt da vorne parken? Ich will das gar nicht. Damit es gleich repariert werden kann. Endlich. Wir haben es geschafft, Leute. Und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Die Verzweiflung mit dem Auto.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich fliegen dürfen. Aber das werden wir dann sehen. Diese Mission hier wird es ja in sich haben, seht ihr ja schon. Könnt ihr es euch ja gerne schon durchlesen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten lese ich es euch gerne beim nächsten Mal vor oder fasse es euch zusammen, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.